Aloha, Leute! Wir haben eine Luau-Party geschmissen. Mit Schweinefleisch aus dem Imu, dem traditionellen Erdofen der Hawaiianer. Dazu gibt es geschmortes Gemüse, Kartoffeln, Feuerbrot und jede Menge Bier. Aber jetzt mal das Intro. Um das Fleisch zu würzen, brauchen wir Zwiebeln in Ringe geschnitten und Knoblauch gestiftet. Für die Gewürzmische Salz und Pfeffer verrühren. Den Schweinebauch einschneiden und mit dem Knoblauch spicken. Die Gewürzmischung darauf und mit Kokosöl ordentlich einreiben. Abwechseln die Zwiebeln und das Fleisch in ein Geschirr schlechten und 24 Stunden kühl stellen. Ja Leute, wenn ihr soweit seid, habt ihr das Soft Opening gut überstanden. Jetzt geht es weiter mit Party Hard. Um unser Schwein zuzubereiten, benötigen wir den Imu. Ein Loch mit 50 x 50 cm und 50 cm Tiefe. Die Grasnarbe abheben und mit dem schönsten Teil beginnen, dem Graben. Also grabt mal schön. Ist das Loch fertig gegraben, braucht es Steine. Wir haben unsere Steine aus der Lafnitz geholt. Eine sehr schmutzige und feuchte Angelegenheit. Da muss man schnell wieder Flüssigkeit nachfüllen. Legt die Grube mit Steinen aus. Am besten ist es, wenn man nichts mehr von der Erde sieht. Die Seiten könnt ihr mit flachen Steinen anschlichten oder nehmt so wie wir Dachziegeln oder Steinplatten. Das geht erheblich schneller. Der anstrengendste Teil ist jetzt vorbei. Da kommt man echt ins Schwitzen. Nehmt euch nun die Bananenblätter, legt sie kreuzweise auf das Brett, wickelt das Fleisch darin ein, verpackt es ordentlich, macht das Ganze sehr sorgfältig, damit der Fleischsaft im Paket bleibt. Und verschnürt es mit Küchengarn. Ist leichter gesagt als getan. Das Bananendingsbums lässt sich nicht so leicht herumwickeln. Aber mit ein bisschen Übung schafft ihr auch das. Dann werfen wir den Imu an. Entzündet ein Feuer auf den Steinen und lasst es gut eine Stunde lang brennen. Geht am Anfang nicht zu nah ans Feuer heran, wenn ihr die Steine von einem Fluss geholt habt. Sie können Wassereinschlüsse beinhalten und explodieren vielleicht. Ist das Feuer heruntergebrannt, schaufelt die Glut auf den Erdhaufen neben eurem Erdloch. Legt nun die Buchenzweige in die Grube, danach ein feuchtes Baumwolltuch drüber. Das eingewickelte Schweinefleisch darauf, das zweite feuchte Tuch darüber und das Loch mit der Erde und der Glut wieder verschließen. Die abgehobene Grasnarbe darauf. Geschafft! Jetzt könnt ihr euch an die Beilagen für eure Luau-Party machen. Kira ist auch schon hungrig. Wir haben uns für Zucchini, Paprika, Kartoffeln, geschmorten Kürbis und Steckerlbrot entschieden. Ihr könnt auch noch ein paar Ananasscheiben grillen, um wirklich jedes Klischee zu erfüllen. Um das Gemüse und das Brot durchzugaren, haben wir uns eine Feuerstelle errichtet. Zwei Dachziegel als Seitenwände aufgestellt und einfach einen Rost darüber.
mit zwei Blechwannen übereinander ergibt das einen ziemlich coolen Bratofen. Und unten am Feuer könnt ihr das Feuerbrot backen. Für das Feuerbrot einfach alle Zutaten vermengen, ausrollen und auf einen Stock wickeln. Aber wie das genau funktioniert, könnt ihr in der Beschreibung nachlesen. Nach 5 bis 6 Stunden könnt ihr das Fleisch wieder aus dem Erdloch holen. Vorsicht beim Rausnehmen! Das Zeug ist heiß, fettig und schmutzig. Wenn ihr mögt, könnt ihr das Schwein noch kurz auf den selbstgebastelten Grill legen. Wegen der Röstaromen. Oder frisch aus den Bananenplätzern genießen. Das überlassen wir euch. Diese Art zu grillen ist zwar etwas aufwendiger und anstrengender als ein paar Würste auf den Grill zu schmeißen. Aber eure Freunde werden euch dafür lieben und werden noch lange von eurer Luau-Party reden. Und was gibt es denn Schöneres, als mit der Familie und guten Freunden eine schöne Zeit zu verbringen und jede Menge Spaß zu haben? Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann abonniert bitte unseren Kanal. Das würde uns sehr weiterhelfen. Und viel Spaß beim Nachbuddeln. Eure Sons of Gastronomy.